Tigerin. Hm. Vogelleben beobachten, wie er rumfliegt, was wir Menschen nicht mal können. Guck mal, da kommt sie. Sie hier, natürlich hier, starre Augen hat. Und durch seine starren Augen sieht er nur sehr, sehr gut in die Ferne. Vom Nahen kann er nichts erkennen, hat Tasthärchen am Schnabel und kann seine Beute vom Nahen ertasten. Hey Männer, was ist los? Als Kavalier nimmt mir die Dame Schutz hier. Er sagt, bei dem Uhu, da weiß ich was. Der Uhu kann ja seinen Kopf komplett herumdrehen. Und da geht ja, es kommt unser Weißkopf. Seha. Mach einen Applaus. Ja, Sammylein. Ja. Meine Damen und Herren, der Weißkopfseeadler, seine Heimat in Nordamerika, er hier in Deutschland gezüchtet. Ja, ist komisch, gell, wenn wir uns hier alle vom Nahen ziehen, kriegt man richtig Busse hier, gell? Hier. Hey Leute, schaut mal, die Fänge, wo der hat. Und da kann ich überlegen, warum der eventuell so fang nicht meinen Oberarm haben will, geschweige eventuell ein Gesicht. Und der Weißkopfseeadler, meine Damen und Herren, ein Vogel, der hier Wappentier geworden ist von? Wappentier von? Amerika, die Schweiz, die weiß es. Hallihallo, grüß euch, klasse. Sind ein paar Deutsche da? Wo sind Deutsche? Wappentier der BRD? Da war's, der Steinadler, da war's. Hallo Österreich. Ja, ja. Die Österreicher haben den Steinadler. Deutschland, hallihallo. Wappentier der BRD? Ja, ja klar. Der Weißkopfseeadler hat Amerika. Aber damit das Name schon spielt, gell, unser Adler. Leute, was hat Deutschland für Tier? Guck mal, kommt da ran, kommt da ran, kommt da ran, kommt da ran, da ist er doch. Bleib ruhig, komm her zu mir. Guck mal. Ja, das ist Hammel. Mach einen Applaus oder so, das ist ganz geil, gell? Ja. Ganz toll, bei jeder Stelle oben hätte das schön, gell? Ja, und dann ein Falke, ein Jäger der Lüfte, der versucht normalerweise die Hände haltgenommen. Ich kann er sagen, er heißt Onkel, und da kommt ein Hosensee! Ja. Mach einen Applaus für unseren Geil. Oh oh. Oh oh. Entschuldigung, eins dürft ihr nicht machen. Ihr dürft bitte nicht so ruhig da sitzen wie ihr dort. Der Geier ist ein Aasfresser. Das begreifen sogar Leute am Morgen, gell? Wenn er euch totstellt, frisst er euch, Leute. Ihr müsst euch bewegen und zeigen, uhu, wir sind am Leben. Weil der Geier hat einen riesengroßen Reißschnabel. Und mit diesem Reißschnabel versucht er normalerweise, ihn sogar an die Bauchdecken der Zebras zu durchtrennen. Onkel heißt er übrigens, weil mein Onkel sieht genauso aus wie er. Mein Onkel hat keine Haare auf dem Kopf, der hat keine Federn drauf. Und wegen dem haben wir genannt Onkel der Sperbergeier. Von den Fleischstab zu Bieren ist somit auch Gesundheitspolizist geworden. Aus Afrika. Oh, der, oh, wow! Und somit natürlich eine ganz wichtige Aufgabe genommen in freier Wildbahn, somit eben Gesundheitspolizist und versucht dort auch erst gar keine Krankheiten aufkommen zu lassen. Uiui, wir ziehen die Köpfe ein, hinten kommt der Geier. Wir ziehen die Köpfe ein, oh weia, da kommt der Geier, tiefer, tiefer, tiefer! Ja, ein Applaus in unserem Onkelchen. Und meine Damen und Herren, der Sperrgeier, ein Vogel,